Also bewegt hat mich die zunehmende Erkenntnis und das zunehmende Sehen dieser Pflanzenwelt, wie sie eigentlich leidet und wie wir in unseren jetzigen Wirtschaftssystemen der Bauer, der erzeugt, die 2% Bauern, die 100%, die 100% erzeugen, nicht mehr rausfinden aus diesem System, wie wir diese Pflanzenwelt nicht, den Weg nicht mehr finden, auszusteigen aus dieser Versklavung dieser Pflanzenwelt. Weil wir in den Marktgesetzen so gefangen sind, weil wir immer wieder mehr produzieren müssen, weil wir immer wieder mehr erwirtschaften müssen. Es kann sich kein normaler Bauer halt sozusagen, auch der biologische Bauer, gar nicht so voll leisten, nach den Naturgesetzen zu arbeiten. Er muss sich an den Marktgesetzen orientieren. Das heißt, er ist eigentlich gezwungen, ob er will oder nicht, zu sagen, ich brauche mehr Erträge von diesen Pflanzen. Zum anderen sehe ich aber, diese Pflanzenwelt leidet. Wir fahren hier in eine Sackgasse rein. Und das war für mich etwas, wo ich mir irgendwann gesagt habe vor 15 Jahren war es circa, also auch im biologischen Landbau, ich kann so nicht weitermachen. Der Weg geht nicht mehr so, ich kann es nicht mehr so, es geht nicht mehr so. Ich muss einen Weg finden, auszusteigen aus den Hybridpflanzen, die wir heute im biologischen Landbau leider auch verwenden, auch anbauen. Jeder Verband hat sie mit drinnen, leider. Aber nicht, weil diese Bauern böse sind oder der Verband oder mit schlechten Absichten, sondern weil man halt nicht rausfindet in dem Marktsystem. Also habe ich einen anderen Weg gesucht, wie können wir da rausfinden. Und da ist mir das gekommen, ja, 2% der Bevölkerung erzeugen hier für 100%. Wenn wir diese 98% hier mit reinholen in den Betrieb wieder, dass die mitproduzieren, dann sind wir eigentlich aus diesem Markt heraus. Ich muss noch nicht mehr produzieren und verkaufen. Und wir können es uns leisten, hier hybridfrei anzubauen. Also hybridfrei anzubauen, CMS-frei anzubauen, genmanipulierte Pflanzen sowieso nicht. Das sind ja im biologischen Landbau auch nicht zugelassen.